Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video oder eher gesagt guten Morgen, denn es ist ja tatsächlich guten Morgen. Ich war gestern auf dem Konzert, ich hätte ein bisschen länger schlafen sollen, ich fühle mich wie gerädert. Ich habe mir auch ein T-Shirt dort gekauft, wer erkennt es? Und vielleicht habt ihr es aber auch auf Instagram gesehen. Und zum Frühstück gibt es jetzt die neuen KitKat Cereals. Voller Kakaogenuss, köstliche Milchschokolade, voll knusprig mit Waffelgeschmack. Ob die wirklich wie KitKat schmecken, das werden wir jetzt ausprobieren. Doch zunächst einmal ein Blick auf das Produkt. Ich bin gespannt, ob die ja wirklich dann, ja, also ob sie so schmecken. Das wäre natürlich geil, wenn es wie KitKat schmeckt. Was haben wir hier für Zutaten? Wir haben Vollkornweizen drin, Maisgrieß, Zucker, Dextrose ist auch Zucker, Palmöl, warum auch immer, Weizenmehl, 5,4% Kakaopulver, Glucose, Weizenstärke, Magermilchpulver, Calciumcarbonat, okay, Gerstenmalzextrakt, Kakaopulver, natürliche Aromen und, also auch Vitamine sind zugesetzt, das kann man jetzt hier sehen. Es ist also einiges mehr drin, außer ein bisschen Kakao und Getreide. Die Nährwerte habt ihr, 420 Kilokalorien. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir hier relativ viel Fett haben. Vermutlich dann eben von dem Palmöl, was ja auch zu mehr als 5,4% mindestens drin ist. Und wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Und ich verstehe es nicht so ganz, weil es steht da ja auch drauf, hier, köstliche Milchschokolade. Aber wo ist denn die Milchschokolade? Ist die Milchschokolade jetzt quasi in die Cereals reingearbeitet? Und wenn es Milchschokolade ist, warum ist dann Palmöl die erste Zutat? Also wo ist dann die Kakaobutter? Hier, hinter den Aromen. Also ich vermute mal, es ist minimalste Menge an wirklich Schokolade drin, weil Schokolade darf es ja nur sein, wenn dann eben auch Kakaobutter drin ist. Also wenn hinter den Aromen, die ja meistens nicht so viel, also vielleicht so 1% darunter, ich kann das nicht genau sagen, aber es ist extrem wenig Kakaobutter drin, dann kann die Schokolade, die drin ist, eben nicht mehr vorhanden sein als die Kakaobutter und damit kommt das ganze Fett hier drin nicht von Schokolade, was dann eben hochwertig wäre, sondern einfach vom Palmfett und vielleicht den Aromen. Also muss man sagen, qualitativ hier sicherlich nicht gerade das Beste. Es sind Vitamine, wie gesagt, drin, Zucker haben wir 24,7, also es ist ein ganz klares Genussprodukt. Wie sowas dann wieder Nutri-Score C bekommt, kann ich euch nicht sagen. Ich vermute, es liegt daran, dass wir zum Beispiel nicht viel Salz drin haben, dass relativ viel Eiweiß drin ist, also jetzt nicht viel, aber doch ein bisschen und es sind auch relativ viele Ballaststoffe drin und das pusht das Ganze dann in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, eigentlich qualitativ nicht sehr geil, würde ich jetzt sagen. Vor allem wieder irgendwie halt auch, ja, Beschiss, also ne, extra hier köstliche Milchschokolade draufzuschreiben und dann kaum was abliefern, das ist halt schon schwach. So. Die sehen aber ehrlich gesagt ziemlich geil aus. Ja, man sieht auch richtig, dass da so, ja, wie so eine Schicht drum ist, was mich ja wie an so eine, ja, vielleicht wirklich wie an so eine Kakaoschicht, Schokoladenschicht erinnert, aber es kommt wie gesagt vom Palmfett hauptsächlich. Ihr seht, dass es wieder so einen leicht matten Look hat und wenn ich jetzt so mache, jetzt müsste man es wie bei den Simpsons machen, gegen ein weißes Blatt Papier, nee, so, es ist jetzt nicht richtig fertig, aber man merkt, dass hier wie so ein leichter Überzug drum ist. Die sehen eigentlich so ganz gut aus, die riechen auch ganz gut und tatsächlich riechen die auch wie KitKat. Geil, also wirklich riecht richtig gut und es geht wirklich vom Geruch in die Richtung KitKat, woraus man dann wieder schließen kann, dass der Geruch von KitKat hauptsächlich auch von Aromen kommt, sodass sie hier quasi vielleicht einfach die gleichen Aromen reinmachen, weil de facto ist das ja nicht eine richtige Waffel und auch nicht richtige Schokolade wie bei KitKat. Ne? Also das kann man dann eben so schließen, dass KitKat auch durch Aromen zu KitKat wird und nicht durch das, was drin ist. Also drin im Sinne von Schokoladewaffeln. Das ist lecker. Wisst ihr, was ich sehr geil finde? Diese, einfach die Beschaffenheit
dieser Dinger. Die sind sehr relativ dick, richtig knusprig, aber so fein aufgepufft. Und das schmeckt wirklich wie KitKat. Die Süße ist angenehm. Ist nicht zu süß. Ich finde es genau richtig. Die Kakaonote finde ich auch gut. Wird, wie gesagt, aber auch von so Kakaoaromen oder sowas gepusht. Das schmeckt man. Ja, aber das ist lecker. Kann ich mir auch einfach so ohne Milch so als Snack für die Couch vorstellen. Auf jeden Fall lecker. Also Fazit des Ganzen. Qualitativ meh, geschmacklich lecker. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Vor allem, wenn man KitKat-Fan ist, dann hat man jetzt wirklich einen ziemlich nah an das Original herankommenden KitKat-Geschmack. Und ich werde mich jetzt wieder auf die Couch setzen, denn ich schlafe gleich ein. Ich kam auch noch frisch aus der Dusche. Das sieht man, dass meine Haare hier noch so ein bisschen runterpappen. Aber gut, darum geht's nicht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Habt einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.